Hallo und herzlich willkommen zu Leichter Leben. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind. Und heute, da können Sie sich befreien. Wie Sie sich befreien können, das weiß Sabine Krusel. Denn sie hat Erfahrungen, beziehungsweise kann Ihnen einiges zum Thema Akupressur erzählen. Und wie das Ganze funktioniert, das wird sie uns erklären. Klopfe dich frei, du bist dabei und Sie können heute dabei sein und ein bisschen mehr darüber erfahren, was es bedeutet, sich frei zu klopfen. Es ist eine Methode, wirklich Blockaden zu lösen, und diese Methode kann uns aber besser die Sabine Krusel erklären, die heute ins Studio gekommen ist. Sabine, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja. Lustigerweise ist es ja wirklich so, ich kenne ja diese Methode, weil, ich weiß ja, ist er der Erfinder, der Herr, der Rainer Franke? Rainer Franke hat das bekannt gemacht, MIT unter dem Namen MIT in Deutschland. Erfinder ist Cary Grake, der in Amerika das unter EFT bekannt gemacht hat. Genau. Aber Rainer hat es halt hier in Deutschland präsentiert unter dem Namen. Genau, Rainer und du, ihr habt auch zusammen gearbeitet. Du hast auch die Ausbildung bei ihm gemacht. Wir kennen uns auch. Er war auch schon mal bei uns hier im Studio des Öfteren. Und als ich ihn kennengelernt habe vor vielen Jahren, da habe ich mir gedacht, ey, was will der mir erzählen? Ne? Klopfen und ich soll mich freiklopfen und ich löse damit Blockaden. Das kann ja wirklich irgendwie jeder zwischen Tür und Angel. Und wie soll das funktionieren? Also ich habe ein bisschen gezweifelt, und je mehr Zeit verstrichen ist, umso öfters haben wir uns mal wieder getroffen, und ich habe Leute getroffen, die von ihm therapiert worden sind und die gesagt haben, ja, es funktioniert. Wie funktioniert es? Kannst du es erklären? Also es ist eigentlich so, es ist eine Methode, die geht zurück auf die alten Chinesen. Im Prinzip eigentlich kann man sagen, ein Vorläufer der Akupunktur. Weil die Chinesen hatten früher auch keine Nadeln, also haben die geklopft. Und Roger Callahan, das ist ja eigentlich der Urvater des Ganzen, hat das zusammengebracht mit der energetischen Psychologie. Mhm. Wir haben jetzt auf den Meridianen, wir beklopfen die Anfangs- und Endpunkte der Meridiane im Regelfall. Und man geht davon aus, dass Emotionen und Glaubenssätze auf den Meridianen liegen. Und in dem Moment, wo wir die beklopfen, verschwinden die adäquat und dauerhaft unter gleichzeitiger Benennung der Emotion oder des Glaubenssatzes. Das heißt, es ist immer wichtig zu wissen, wo ich klopfe, an welchen Stellen ich klopfe, um gewisse Blockaden zu lösen. Also ich brauche erstmal, natürlich muss die Ursache irgendwie finden, woran es liegt, dass mein Leben nicht so richtig in der richtigen Bahn läuft. Wir arbeiten mit den Emotionen. Das heißt, wir sind ja Menschen und denken in Bildern im Regelfall. Mhm. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, stell dir mal eine grüne Wiese vor, dann würdest du sagen, ach schön, und die Sonne, was da war. Also du hast direkt ein Gefühl dazu. Mhm. Und das machen wir natürlich auch mit den vermeintlich negativen Gefühlen und sagen dann, okay, denk mal an den Unfall, wie das da gewesen ist. Und dann kommt natürlich die Angst, der Schmerz, was auch immer hoch. Mhm. Und damit arbeiten wir. Wir stellen uns das vor, in dem Moment sind wir in dem Gefühl wieder drin und haben dann die Möglichkeit, das zu beklopfen und adäquat aufzulösen. Die Punkte sind immer die gleichen. Mhm. Weil es geht nicht darum, dass man verschieden die Punkte halt klopft, sondern es geht einfach letztendlich um die Emotionen und das, was gerade bei den Menschen im Vordergrund steht. Und dadurch lösen wir das adäquat auf und beklopfen das Ganze. Ich meine, dass unser Körper und ich sage immer, dass unser Körper eh ein Phänomen irgendwo ist. Ne? Das, glaube ich, ist uns allen bewusst, was alles in unserem Gehirn passiert, was da alles reinpasst, welche Gefühle. Alleine, dass meine Hand sich jetzt so bewegt, ne? Ich finde, das ist jedes Mal für mich wieder ein Wahnsinn, dass mein Kopf sagt, beweg dich, obwohl ich eigentlich nichts sage, sondern einfach nur dem Gefühl nachgehe, ich möchte das jetzt tun. Es gibt ja auch diese Punkte, wo man genau weiß, wenn man Kopfschmerzen hat, dass man zum Beispiel den großen Zeh reiben soll. Ja. Und auch die sind irgendwie miteinander verbunden. Also ist mein gesamtes System so miteinander verknüpft, dass da aber, naja, wie so ein Knoten entstehen kann und dann läuft's nicht mehr. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Also ich mache ja auch Fußreflexzone. Da ist natürlich der Körper ist nochmal im ganzen Fuß halt zu sehen. Oder in den Ohren oder in den Händen hat man ja auch den ganzen Körper drin. Aber MIT ist es einfach so, dass wir die Meridiane benutzen, in Anführungsstrichen, Anfangs- und Endpunkte, unter eben Benennung der Emotion. Das ist eigentlich klingt es viel zu einfach. Ja, weil ich muss einfach nur diesen Schmerz oder diese Trauer nehmen und beklopfe dann meine Trauer. Und ich erlebe das immer wieder, dass Leute ganz große Augen kriegen, weil sie dann merken, dass teilweise innerhalb von Minuten diese Emotion runtergeht. Von der Skala auf von 10 für 100% geht sie ganz schnell runter auf 1, 2. Ich meine, wir wissen ja alle, wenn wir uns irgendwo beruhigen wollen, dass wir irgendwie anfangen, teilweise zu wippen, zu klopfen, irgendwelche Bewegungen zu machen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man ein bisschen länger da sitzt, dass
dass das in irgendeiner Form für eine Ruhe sorgen kann, dass das auch für eine Entspannung sorgen kann und dass sich wahrscheinlich dann im Körper in irgendeiner Form dann ein neues Bewusstsein irgendwie sich eröffnet? Oder was passiert denn dann? Also ich sag mal, erforscht, wissenschaftlich ist es ja noch nicht. Aber es passieren Prozesse im Körper, es werden Prozesse in Gang gesetzt. Meine alte Mutter, die hatte zum Beispiel, ich habe Essen gekocht, sie ist am Kochtopf dran gekommen und da hat sich sofort eine Brandblase gebildet. Dann habe ich das unter Wasser gehalten und habe gesagt, sag alles, was dir einfällt. Und ich habe sie dann beklopft, die hat gesagt, wie konnte ich nur so doof sein und warum bin ich da dran gekommen? Und innerhalb von 1,5 Minuten beklopfen war die Brandblase weg. Also anscheinend passieren da irgendwelche Prozesse im Körper, da werden Transmitter freigesetzt, die das Ganze rückgängig machen. Naja, Selbstheilung, wir haben ja wirklich Kräfte, die wir in uns tragen, denen sind wir uns oft ja gar nicht bewusst. Für wen eignet sich diese Methode? Also du sagst jetzt gerade, jemand, der zum Beispiel ein traumatisches Erlebnis hatte mit einem Unfall, zum Beispiel selbst das Klopfen, wenn man sich wehgetan hat, funktioniert. Ja. Aber ist es für jedermann geeignet? Also wo wird es eingesetzt? Also im Prinzip ist es für jedermann geeignet. Es gibt ein Aber. Wenn man ein Trauma hat, sollte man natürlich sich in die Hände möglicher MET-Therapeuten, Berater oder sowas begeben, weil das ist natürlich ein bisschen komplizierter, das alles aufzulösen, weil tiefere Schichten bedient werden. Mhm. Aber grundsätzlich, ich kann es verwenden bei Prüfungsangst, ich kann es bei Zahnarztphobie verwenden, ich kann es einfach verwenden, wenn ich mich über meinen Chef geärgert habe. Mhm. Also es gibt im Prinzip nur einen einzigen Punkt, wo es nicht funktioniert, wenn einer sagt, ich will nicht, es geht nicht. Aber dann habe ich es bei allen Dingen der Welt, wenn ich sage, ich will etwas nicht, dann kann ich machen, was ich will, dann funktioniert es auch nicht. Also man muss offen sein und man muss auch bereit sein. Kann ich es auch für mich alleine zu Hause erlernen? Also ja. Oder muss ich jedes Mal zu einem Spezialisten wie dir laufen? Das wäre sehr schade, ich meine, für mich natürlich sehr schön. Aber natürlich, das ist eigentlich auch der Aspekt. Wenn Leute zu mir kommen, die lernen schon eigentlich bei der ersten Stunde, wie diese Technik funktioniert. Ja, ich bin auch eines der Institute, die Ausbildung komplett anbietet, sodass man das in den Seminaren sukzessive lernen kann. Und bereits nach den ersten 2 Seminaren ist man in der Lage, bis zu 80% aller Dinge, die einen selbst belasten, aufzulösen. Und du hast ja gesagt, es sind so ein paar Stellen, die muss man sich einfach nur merken. Mhm. Du wirst uns nachher gleich auch so ein bisschen einführen in die Praxis der Klopftherapie und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mal mitgeben, wie man es zu Hause anwenden kann. Und nicht nur das, sondern du hast auch Benita mitgebracht. Ja. Benita ist eine Klientin, Patientin, ich weiß nicht, wie man das in eurem Bereich dann so... Die war bei der Frau Teger, die in Köpenick... Geh nochmal kurz rüber, denn es geht bei uns weiter um die Klopftherapie, auch ein spannendes Thema. Und jetzt können wir uns erstmal davon überzeugen lassen, dass es auch wirklich funktioniert. Ich bin ein bisschen zu schnell für euch, ne? Aber kommt ruhig mit. Kommt ruhig mit. Wir machen es langsam. Und dann setze ich mich jetzt so. Oh, genau. Wir müssen jetzt mal ganz kurz, wir kommen jetzt gleich rüber, denn du bist nicht mehr alleine, Sabine, sondern mittlerweile ist Benita auch ins Studio gekommen. Und Benita, du hast deine ersten Erfahrungen gemacht mit der Klopftherapie und du hattest auch Ängste, ne? Was waren das für Ängste? Oh ja, ich hatte eine ganz große Zahnarztphobie und Frau Teger hat mir sehr geholfen, die zu überwinden. Mhm. Hattest du richtige Panik vor der Arbeit des Zahnarztes? Also wie sahen diese Angstattacken aus? Eines Teils schon, also Schweißausbrüche und am liebsten gar keinen Termin machen und so. Aber anderen Teils auch durch eine psychische Belastung, die ich hatte, habe ich sehr oft erbrechen müssen und dadurch sind meine Zähne sehr schlecht geworden und sie sehen teilweise halt so aus, als wenn ich sie nicht pflegen würde. Mhm. Und das ist ja nicht der Fall und davor kam eigentlich zu der Angst noch groß die Scham dazu. Mhm. Und das war sehr unangenehm. Ich habe eine sehr gute Zahnärztin und auch eine einfühlsame, aber erstmal diese Überwindung zu schaffen, einen Termin zu machen und dann auch wirklich hinzugehen zum Termin, da hat mir Frau Teger wirklich sehr, sehr geholfen mit der Unterstützung der MET. Ganz toll, dass du jetzt auch den Mut, das muss man ja auch haben, den Mut hast, jetzt hier dich hinzusetzen und zu sagen, Leute, du bist nicht die Einzige mit Sicherheit, sondern es gibt ganz viele, die auch dieses Problem haben, die einmal wirklich die schlechten Zähne haben und dann entwickelt sich dieses Schamgefühl und sie einfach nicht trauen. Und das Leben, jetzt mal ganz im Ernst, entwickelt sich doch zu einem viel, viel besseren, oder? Wenn man sich traut. Auf jeden Fall. Wie war das denn? Wie bist du dazu gekommen? Und hast du am Anfang nicht auch gedacht, als ich das erste Mal von so einer Therapie gehört habe, gedacht, wir klopfen jetzt ein bisschen, was soll das? Nein, ich habe schon mal früher davon gehört und deshalb war es nicht ganz so fremd für mich. Aber ich habe
gegoogelt und habe auf Sabines Internetseite die Frau Teger gefunden, die ja in Berlin tätig ist, in Berlin-Köpenick, und habe mich dort angemeldet und sie hat mit mir eine Stunde Sitzung gemacht und dann seitdem. Eine Stunde? Also nach einer Stunde ging es mir schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und zur Not kann ich mich dann auch selber behelfen. Das heißt, mittlerweile weißt du auch, wo die Punkte sind, wo man klopfen muss. Und hast dich dann nach einer Sitzung schon getraut, einen Zahnarzttermin zu machen? Wir haben von Frau Teger aus einen Zahnarzttermin gemacht, gleich. Das finde ich auch. Zwar nicht da, aber ich habe jetzt Schritt. Einen. Aber der erste Schritt ist gemacht und ich finde das ja auch was ganz Schönes, nämlich, und da sieht man auch wieder, dass das auch wieder so im Ganzen dann gearbeitet wird, so ihr habt nicht nur den Klienten, der zu euch kommt und dann sagt man, ja, dann macht mal einen Termin, sondern man wird danach auch noch ein bisschen betreut oder es wird dann einfach auch dafür gesorgt, zum Beispiel, dass der Mut, den du jetzt gefasst hast, auch durchgesetzt wird. Ja. Man muss das auch so sehen, manchmal, wenn Leute da sind oder Leute eben zu mir kommen, das kann manchmal, auch wenn Sachen aufgelöst sind, kann hinterher noch was hochkommen, weil es ist ja wie eine Zwiebel, die man schält. Und dann ist eigentlich auch ganz wichtig, dass man als Ansprechpartner für die Leute auch noch fungiert. Ich finde das so und so immer wichtig, dass die Menschen, die an die Hand genommen werden wollen, die kann man nicht sofort wieder loslassen, sondern man muss sie einfach ein bisschen länger und irgendwann kann man Stück für Stück sie wieder ziehen lassen, weil dann sind sie auch so weit. Hast du dieses Klopfen jetzt mittlerweile auch in deinen Alltag so mit eingebaut, dass man sagt, es hat ja beim Zahnarzt schon so gut funktioniert, so dass du so im Leben viel leichter durchs Leben kommst? Das ist wohl wahr. Ich habe auch ein paar Schlafschwierigkeiten oder seitdem ich abends klopfe, ist es auch nicht mehr so problematisch. Man muss sich öfter daran erinnern, dass es mit dem Klopfen viel leichter gehen würde. Man vergisst es manchmal. Ja, selber, manchmal, ne? Manchmal vergisst man es, genau. Aber es funktioniert. Es funktioniert, du bist jetzt der Beweis, dass es wirklich funktioniert. Du hast deine Zahnarztphobie überwunden, lebst dadurch natürlich auch viel besser. Es gibt ganz viele, die natürlich auch vor dem gleichen Problem stehen und die seit Ewigkeit nach einem Rat suchen. Es gibt natürlich jetzt mittlerweile viele Methoden, Hypnose und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich eine Methode, wo man auch selber es schafft, zu einer Heilung zu kommen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz große Kraft, die jeder eigentlich in sich hat. Denn wenn ich merke, ich kann selbst was bewirken, ich kann selbst was verändern, das ist eigentlich so fast, wie man so schön sagt, die halbe Miete. Für was, du hast es gerade gesagt, eigentlich kann man es für sämtliche Ängste einsetzen. Ja. Wir hatten im Vorfeld aber auch das Gespräch, wenn es um Hauptlaster zum Beispiel gibt, die uns im Alltag ja alle irgendwie begleiten, sei es der Zigarettenqualm, der Alkohol, Schokoladensucht oder sonst irgendetwas. Auch da kann man über die Klopftherapie zu einer Linderung, zu einer Besserung oder sogar zu einem kompletten weg aus dem Gedächtnis. Beim Rauchen ist es meistens so, ich bin auch Nichtrauchertrainerin und wenn wir das beklopfen, dann sind die Klienten, wenn sie es wirklich aufhören wollen, hören sie danach auf zu rauchen. Definitiv. Definitiv. Das hast du aber was ganz Wichtiges, glaube ich, auch gesagt, denn natürlich ist es auch unser Gedanke. Das heißt, für dich war ja auch ganz klar, du wolltest auch was ändern. Ne? Ja. Also es ist dann schon irgendwann mal dieser Punkt, dass der Wille schon auch da sein muss. Der muss da sein, immer. Weil es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden da habe, der Rauchentwöhnung macht und der sagt, ja, halbherzig, ich will das, dann funktioniert das für den Moment, aber es kann sein, dass hinterher die Sucht, die ja noch nicht gelöst ist, hinterher wieder hochkommt. Erst wenn der wirklich sagt, 100%, ich will das, dann funktioniert es auch. Du hast es vorhin ja schon so schön gesagt, es gibt nur eine Geschichte, wo es nicht funktioniert, das ist, wenn man es nicht will, wenn man es nicht zulässt. Das heißt, man muss natürlich auch offen sein. Es gibt Bücher, wo man sich erstmal auch anlesen kann, wo zum Beispiel diese Stellen sind, diese Meridiane, von denen du geredet hast. Sind die hauptsächlich im Kopfbereich? Also es ist eigentlich, beklopfen wir die 14 Anfangs- und Endpunkte der Meridiane. Modernes Klopfen nimmt eigentlich nur die ersten 6 Stellen. Das sind eigentlich die Punkte, die ich jetzt gerade hier zeige. Und der Punkt, das ist der Nierenmeridian, ist eigentlich der, der am besten funktioniert. Jetzt sagt man ja, warum funktioniert der so gut? Niere ist mit das größte Ausscheidungsorgan und wahrscheinlich liegt es daran, dass der besonders gut funktioniert. Also bei Traumabearbeitung nutzen wir fast ausschließlich diesen Punkt. Gibt ja immer viele Leute, die alles ausprobiert haben und irgendwie es nie geschafft haben. Das heißt, es ist auch wieder eine Methode, die man probieren kann, die vor allem nicht wehtut, die vor allem auch jeder aus
probieren kann, ohne dass man Medikamente oder sonst irgendetwas nehmen muss. Was noch ganz gut ist, weil man sagt dann immer, ja, jetzt sitzt die in Essen oder so, aber man kann auch am Telefon arbeiten. Und das geht genauso gut, als wenn man vor Ort ist. Mhm. Da muss natürlich der Therapeut sich ein bisschen umstellen, aber ich habe schon mit jemandem gearbeitet, der war auf Montage in Kalkutta. Das ging wunderbar. Mhm. Auch das hat Rainer Franke, der das ja hier nach Deutschland auch gebracht hat, dieses MET, mir damals auch erzählt und hat auch seine Erfahrungen da geschildert, weil er lebt ja auch auf Mallorca und trotz alledem hat er hier in Deutschland noch seinen Kundenkreis. Du wirst uns gleich noch, und das ist sehr, sehr spannend für uns alle, wir werden auch mitklopfen nachher noch ein klein wenig, uns die ersten Punkte mal zeigen, wie man vorgeht, vor allem auch, was vielleicht der Geist noch machen muss, ob man sich da noch irgendwie anstrengen muss oder ob das Klopfen alleine reicht. Okay. Wir werden darüber gleich. So, und wir wollen jetzt noch ein bisschen klopfen und zwar den Zuschauern mal zeigen, wo sind die bestimmten Punkte und wie muss man sich darauf vorbereiten? Also machen wir jetzt so ein allgemeines Klopfen, dass man sagt, um Ängste loszuwerden? Also ich habe jetzt mal eine Klopfsache mitgebracht, die jeder, also auch von den Zuschauern, jetzt am Fernseher einfach mal ausprobieren kann. Da geht es eigentlich um einen Glaubenssatz, den wir beklopfen. Vielleicht macht mal alle mit. Und zwar setzen wir uns gerade hin. Muss die Schultern bleiben gerade. Anders irgendwie Schal ausziehen Nein, oder sonst irgendwas? Gar kein Problem. Einfach so bleiben, wie ich genau. bin. Genau. Dann den Kopf, soweit es geht, nach rechts drehen und einen feststehenden Punkt merken. Und soweit es geht, nach links drehen und einen feststehenden Punkt merken. Hier vorne haben wir, das ist ein neurolymphatischer Punkt auf dem Herz, den reiben wir jetzt im Uhrzeigersinn und sagen, obwohl ich glaube, mal mitmachen. Obwohl ich glaube, dass ich meinen Kopf nicht weiter drehen kann. Liebe und akzeptiere ich mich. So wie ich bin. Noch einmal. Obwohl ich glaube, dass ich meinen Kopf nicht weiter drehen kann. Liebe und akzeptiere ich mich. So wie ich bin. Der Klopfsatz heißt jetzt, mein Glaube, den Kopf nicht weiter drehen zu können. Und wir fangen mit dem ersten Punkt an. Mein Glaube, den Kopf nicht weiter drehen zu können. Den Kopf nicht weiter drehen. Zweiter Punkt, am Ende vom Auge. Mein Glaube, den Kopf nicht weiter drehen zu können. Unterm Auge. Mein Glaube, den Kopf nicht weiter drehen zu können. Unter der Nase. Mein Glaube, den Kopf nicht weiter drehen zu können. Unter den Lippen. Mein Glaube, den Kopf nicht weiter drehen zu können. Und den nächsten Punkt finden wir ganz leicht, indem wir hier Mittelfinger und Daumen nehmen und bis zum Schlüsselbein fahren. Hätte ich doch den Schal abmachen müssen. 1 Zentimeter tiefer ungefähr. Mein Glaube, den Kopf nicht weiter drehen zu können. Es kommt noch eine kleine Übung, damit es auch wirklich klappt. Und zwar haben wir hier wie so eine kleine Rille beim kleinen Finger und Ringfinger. Mhm. Den klopfen wir jetzt. Und dann gucken wir geradeaus. Ohne den Kopf zu bewegen, schräg rechts nach unten gucken, schräg links nach unten gucken, Augen geradeaus, Augen rechts herumdrehen im Kreis, links herumdrehen im Kreis, geradeaus gucken, irgendetwas summen laut und von 7 auf 1 zählen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und nochmal was summen. Und jetzt einmal tief ein- und ausatmen und ausprobieren. Den Kopf drehen. Na? Mhm. Geht's weiter? Ich denke schon. Also ich war jetzt gerade so ein bisschen noch nicht so drauf vorbereitet, was das Ding ist, aber ich denke schon. Es hat ja jeder mitgemacht. Kann ich noch mal kurz zu Sarina schalten? Sarina, du warst ja auch voll und ganz dabei. Ist bei dir weitergegangen? Ja, das war gut für meine Verkrampfung, für die Schultern. Also vor allem dieses Ich glaube, ich bin bereit, ja, Kraft der positiven Gedanken. Hab da sehr schön gemacht, freue ich mich. Ich habe mitgemacht, war schön. Kopf geht jetzt weiter, heute Nacht drehe ich mich im Kreis. Danke. Ja, sehr schön. Aber das war eine schöne Methode, wirklich das auf eine ganz einfache Art und Weise zu erklären, auch mit einem Gedanken, über den man eigentlich normalerweise nie nachdenken würde, weil es ist ja egal, ob ich jetzt den Kopf noch ein Stückchen oder nicht noch ein Stückchen drehen könnte. Aber man kriegt es mit, dass es funktioniert. Ich fand es ein ganz spannendes Thema und es ist auch eine Methode,
Du hast Bücher mitgebracht, ja, wo man einiges nachlesen kann. Und man kann auch wunderbar mit Kindern daran arbeiten. Also ich habe 2 CDs produziert mittlerweile. Eine Musik-CD mit Liedern, so die Kinder ansprechen mit Schule und so weiter. Und dann haben wir noch eine andere CD. Da ist es dann mit einem Hörbuch für kleinere Kinder und auch für größere Kinder. Und ich biete mittlerweile auch eine Ausbildung an zum MET for Kids und MET for Teens Coach. Mhm. Das ist wie eine abgespeckte Version als MET-Therapeut, ist eine abgespeckte Version direkt für Kinder und Jugendliche. Eine tolle Geschichte. Wer mehr Informationen haben möchte, geht zu uns ins Internet oder sucht dich selber über Papillon im Internet. Bei Leichter Leben kriegen Sie aber natürlich auch sämtliche Kontaktdaten. Und wenn Sie wirklich sagen, ja, mich plagen auch die ein oder anderen Ängste, dann lösen Sie sie einfach, genauso wie es die Benita. Ich wusste den Namen die ganze Zeit, jetzt ist er mir entfallen, weil ich den Kopf zu sehr gefühlt habe wahrscheinlich. Benita hat die besten Erfahrungen damit gemacht. Vielen Dank für den Besuch. Lanz ist heute ausgezeichnet. Sie fühlen sich ausgeglichen und voller innerer Ruhe. Der heutige Mittwoch wird ruhig verlaufen und keine besonderen Vorkommnisse mit sich bringen. Genießen Sie zur Wochenmitte also eine kleine Pauseninsel im hektischen Arbeitsalltag. Ihr Energielevel steigt und Sie sind leistungsfähig wie selten. Fische. Sie haben heute ein freundliches und offenes Wesen und strahlen Harmonie und Heiterkeit aus. Ihre einnehmende Art bringt Ihnen einige Pluspunkte bei den Kollegen, die Sie ruhig eintauschen sollten. Sie bewegen sich frohgemut und voller Leichtigkeit durch den Tag. Alles läuft bestens und auch privat haben Sie keine Probleme. Sorge dich nicht, lebe! Das war's für heute. Wie gesagt, klopfen Sie sich frei. Mehr Infos unter Leichter Leben. Ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank an meine Gäste. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Schönen Dienstagnachmittag.